Hallo, ihr Lieben, Heiko ist hier. Ja, jetzt ist es soweit seit heute, dass der Wolf im Schafspelz zum König erhoben wurde in England. Und ich habe ja schon ein Statement abgegeben zum Tod der Königin. Ist ja nun mal ihr Sohn. Interessant ist dabei, vergleichbar jetzt auch der Wink kurz nochmals so dem größten Kriegsverbrecher aller Zeiten, Obama, der frenetisch gefeiert worden ist, als Friedensnobelpreisträger hier in der U2, in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin, ist es ähnlich. Die Leute pilgern auf die Straße, jubeln zu, weil es war schon immer so, das Volk braucht irgendjemand, der für sie mitdenkt, der irgendwas macht, dass die natürlich anderes im Schilde haben. Ist eine andere Geschichte. Und deswegen wollen wir mal ganz kurz auch darüber reden, was viele Leute ja nicht wissen. Der Great Reset ist ja vielen von euch auch bekannt. Klaus Schwab wird damit in Verbindung gebracht mit seinem WEF. Aber in Wirklichkeit hat beispielsweise im Juni 2020 damals Prinz Charles das Projekt letztendlich, also Projekt zum Great Reset ausgerufen. Er ist eigentlich der Initiator, er steht dahinter. Die Leute, die sich mit ja, tiefgründigen Dingen schon seit Jahrzehnten befassen, wissen, der sogenannte Schwarze Adel, das ist im Endeffekt das, die Windsor, das britische Königshaus, das Reichs, die reichsten der Welt sind letztendlich. Fakt ist eins, sie sind engst mit den Freimaurern verbunden. Man kann sogar sagen, sie sind alle Hochgrad Freimaurer und sind mit an den ganzen Schandtaten, wenn ich es mal so sagen darf, der letzten Jahrhunderten beteiligt. Ob ich jetzt nun kurz den Opiumkrieg in China erwähne, schlimmste Art und Weise, was dort passiert ist, den Burenkrieg, wo die ersten Konzentrationslager überhaupt, damals waren es Wagen, die, könnt ihr alles nachlesen, falls es nicht bei Wikipedia schon gelöscht ist, aber wenn ihr euch damit befasst, werdet ihr darauf stoßen. Gegründet worden sind, die ganzen Kolonien, sage ich nur, Indien und so weiter, weil die größte Kolonialmacht, britische Empire unter Königin Victoria. Also da wurde eine Blutspur weltweit hinterlassen. So. Und diese Leute, in dem Fall, kommen jetzt um die Ecke und erklären uns irgendeine grüne Agenda, bei denen sie selbst mit beteiligt sind, die sie selbst mit inszenieren, um dort im Endeffekt ihren, ich nenne ihn jetzt mal den Weltsozialismus oder Weltkommunismus zu installieren, bei dem sich alle unterzuordnen haben, auch die Unternehmen. Ich sage nur, du wirst nichts besitzen und wirst glücklich sein. Die Frage ist immer nur, okay, das Auto, die Wohnung, was auch immer du jetzt irgendwo nur mietest, aber bei wem mietest du denn das? Also irgendwann in dieser Kette muss ja irgendwo ein Besitzer sein. Mehr noch, wenn man sich mit Charles befasst, dann wird ihn wirklich ganz, ganz übel, beziehungsweise kriegst fast Gänsehaut, weil er war ja eng befreundet mit Jimmy Savile. Und Jimmy Savile ist ja ein BBC-Moderator, nicht irgendeiner. Man nannte den sogar den schlimmsten Pädophilen, den es jemals gab in England. Nachweislich über 500 Mädchen jung wurden sexuell missbraucht. Ab 2 Jahre ging es da schon los und Charles war nachweislich eng mit dem Mann befreundet, hat sich für ihn auch immer eingesetzt. Und mehr noch, Jimmy Savile wurde sogar zum Ritter der englischen Krone geschlagen. Des Weiteren ist er eng verbunden auch mit Prinz Andrew, der, wie gesagt, im Jeffrey-Skandal, Jeffrey Epstein, ist die Sache rausgekommen, der nun Epstein Island da ohne Ende minderjährige hochrangigen Politikern zugefügt hat. Ich hatte letzte Woche nochmal drüber gesprochen in meinem Buch Der 100 Lüge 1. Brüssel und die geheimen Todesfälle sprach ich über den Fall Dutroux. Dutroux ist spannender eigentlich als der Kennedy-Fall. Über 27 Leute wurden umgebracht. Offiziell natürlich waren das ganz normale Selbstmorde, Unfälle etc. pp. Alle, die irgendwas damit zu tun hatten, also auf gut Deutsch. Es ist normal, dass in den obersten Kreisen Kinder vergewaltigt, misshandelt, umgebracht werden. Der Fall Dutroux hat das gezeigt, wird alles komplett gedeckt. In der Demokratiesimulation läuft es nun mal so ab, weil Politik, Medien Hand in Hand gehen und in den größten und höchsten Kreisen, vergleichbar wie eine Pyramide, ganz oben, alle quasi an einem Tisch sitzen, auch bei so einem Ritualen mit dabei sind. Jeder, der tief da gräbt, der lebt ganz, ganz gefährlich. Es gibt ja unzählige Todesfälle, nicht nur im Fall Dutroux, die bekannt sind, Oberstaatsanwalt Massa, andere obere Polizeimitarbeiter, die dabei gestorben sind, sondern auch Leute, die nicht so bekannt sind, wo einfach mal einfach eine Blutspur durchgezogen wird. Und im Fall Diana ist ja auch ein Memo aufgetaucht, dass sie selber gewarnt hat vorab, vertrauender Stelle, dass sie vermutet, dass durch einen Unfall sie aus dem Leben genommen werden soll. Klar, sie war mit Dodi Fayed ja zusammen und der wurde ja nicht mehr berichtet. Deswegen sage ich, nach so einem Fall muss man immer kurz danach sich die Medien angucken, am selben Tag. Da gab es nämlich Meldung, dass sie schwanger war. Und zwar schwanger von einem Moslem,
Das war undenkbar auch zu dem Zeitpunkt. Es wurde also alles unternommen, um sie wegzuräumen von der Bildfläche. Das ist natürlich alles Verschwörungstheorie, ist ja klar, Spinnerei. Ist ja normal, was erwartet ihr denn eigentlich von den wahren Verschwörern, dass die sagen, ja stimmt, jeden Abend treffen wir uns im Geheimen und dann vergewaltigen wir kleine Mädels und Jungs, machen wir immer, weil wir ganz toll finden. Werdet ihr nicht erleben. Ob nun die neuen Forden, Roman Polanski oder Eiswart Schad, da sieht man einige Szenen, so wie sowas abläuft in Schlössern, wie die sich da treffen, die geistig Gestörten durchziehen, was sie dort machen, ist unbeschreiblich. Und ich weiß, dass die meisten sich das einfach nicht vorstellen können. Es ist auch so unglaublich, dieses Thema. Da wird immer weggeschoben, dass die meisten sich nicht vorstellen können, was hier abläuft. Mir ist aber nur wichtig, das zu wissen, also in unseren Kreisen, die Masse, der kannst du sowieso nicht weiterhelfen. Also wer, wie ihr sagt, ein Kriegsverbrecher zujubelt in der Mercedes-Benz-Arena und auch noch diese Politik, diese faschistische Politik duldet und die noch frenetisch feiert, siehst du ja nun an den Wahlergebnissen, den kannst du nicht helfen. Wie mein guter Freund immer sagt, wie gesagt, mit dem Material kannst du nicht arbeiten. Ist aber trotzdem wichtig und wir haben auch die Hoffnung, dass zwei, drei neue aufwachen, wenn man gerade über den Fall jetzt König Charles mal drüber redet und einfach mal drüber nachdenkt. Alles Liebe, euer Heiko.